Während sich der Homo sapiens in den vergangenen Jahren des irdischen, in weiten Teilen auch irrsinnigen Daseins mit seiner eigenen Sterblichkeit beschäftigt hat, muss sich der moderne Mensch damit abfinden, dass er sich wahrscheinlich dem Untergang der gesamten Menschheit gegenübersteht. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana. Ich möchte mich heute mit dem Thema beschäftigen, Depressionen aus Sicht der Psychoneuroendokrinologie und ist Testosteron wirklich der Stoff, aus dem die Träume sind? Ich möchte damit die Frage aufwerfen und versuchen zu beantworten, können wir durch Testosteron oder durch Östrogen, die pathophysiologischen Mechanismen sind ähnlich bei Männern und bei Frauen, können wir durch eine Hormon-Replacement-Therapie eine Depression, eine psychische Erkrankung, psychische Auffälligkeiten wie Schizophrenie, wie ADHS wirklich suffizient behandeln? Oder bedarf es da noch etwas mehr, einer vielleicht auch tieferen Sicht? Zunächst einmal, die wichtigsten Enzyme und deren Polymorphismen, also Einzelstrang-Polymorphismen, wo es eben eine Varianz von einem Basenpaar gibt, sind wichtig und sollten auf alle Fälle verstanden werden. Wir haben hier zunächst einmal die Methyltetrahydrofolat-Reduktase. Hier spielt Same, S-Adenosylmethionin, eine ganz wichtige Rolle und natürlich auch die Umweltschadstoffe wie Arsen, Blei, Quecksilber, die hier eine Rolle spielen und natürlich die Folsäure und das Vitamin B12. Soweit setze ich mal die Pathophysiologie und die physiologischen Wirkungen voraus. Also Methyltetrahydrofolatreduktase sollten Sie, meine Damen und Herren, alle kennen, denn um enzymatische Reaktionen ablaufen zu lassen, damit unser Stoffwechsel funktionieren kann, brauchen wir Methylierungsreaktion. Dann Nitric Oxide, also Stickstoffmonoxid. Ganz wichtig, Stickstoffmonoxid. Das ist ein Gas, das ich schon in allen Videos immer wieder erwähne. Dieses Stickstoffmonoxid stellt nicht nur die Blutgefäße weit im Sinne einer Vasodilatation. Wir brauchen es auch zur Abwehr von Antigenen intrazellulär im Rahmen des TH1, also sprich des angeborenen Immunsystems. Dann haben wir es mit der Glutathion-S-Transferase und Glutathion-Peroxidase zu tun, die wir zwingend notwendig brauchen, um zu entgiften. Ich möchte hier jetzt an der Stelle nicht näher darauf eingehen. Glutathion-S-Transferase, Glutathion-Peroxidase kann man, sollte man messen, wenn man unter chronischen Erkrankungen leidet, wo eben auch die Depression ganz entscheidend mit hinzugehört. Dann kommt und MAO, Catechol-O-Methyltransferase, ein unter anderem magnesiumabhängiges Enzym, das für den Abbau von Serotonin, Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin verantwortlich ist. Und hier spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die Sie vielleicht noch nicht berücksichtigt haben. Unter anderem eine Infektion mit Candida. Candida, der übliche Candida, den Sie kennen als Candida Overgrowth-Syndrom. Viele von Ihnen kennen das Small Intestinal Bacterial Overgrowth-Syndrom, aber es gibt auch ein Candida Overgrowth-Syndrom. Und der Candida spielt eine ganz wichtige Rolle, wie ich Ihnen jetzt gerade schon an der Stelle verraten möchte, beim Thema Depression und psychische Auffälligkeit, Traurigkeit, Anhedonie, aber auch die andere Seite, die Tachykardie, die Tachyarrhythmie, die Extrasystolie, die Nervosität, das Nicht-zur-Ruhe-Kommen, das ADHS-Syndrom. Auch hier spielt Candida und kommt eine ganz wichtige Rolle, nämlich dann, wenn wir kommt nicht ausreichend methylieren können. Hier sind wir wieder beim Thema Methyltetrahydrofolatreduktase im ersten Kreislauf. Wir haben also drei Kreisläufe, die Sie unbedingt kennen müssen, wenn Sie chronische Erkrankungen auch nur annähernd verstehen möchten. Ich rate auch allen Ärzten und Therapeuten, die mir hier zuschauen,
Lernen Sie die Biochemie. Wenn Sie die Biochemie nicht verstehen, dann sind Sie den Angriffen der pharmazeutischen Industrie, aber auch den Fragen Ihrer Patienten gegenüber nicht ausreichend gewappnet und sollten auch nicht therapieren. So, also die Biochemie ist die Grundlage, vor allem heute die Psychoneuroendoimmunologie. Wer die nicht versteht, der sollte einfach nicht an Patienten arbeiten. So, also DAO ist nochmal ein Thema, auf was ich heute jetzt nicht so stark eingehen möchte. Hier geht es einfach darum, dass wir zu viel Histamin bilden. Da ist immer die Frage, wenn wir Histamin, das wir überwiegend im Darm bilden, durch bakterielle Fehlbesiedlung oder durch einen konsekutiven TH2-Switch aus den Mastzellen später, dass wir hier dem nicht genügend abbauende Kapazitäten im Sinne von Histamin-N-Methyltransferase. Das ist das eine Enzym oder die Aminoxidase, das andere Enzym, das sowohl extra, das eine baut extrazellulär und das andere intrazellulär Histamin ab. Und hier spielt eben auch wiederum die Darminfektion, der Alkohol und vor allem die Acetaldehyde, also Abbauprodukte vom Candida, eine ganz wichtige Rolle, wenn es um Histamin geht. Wir neigen uns, die DAO ist kupferabhängig, ein kupferabhängiges Enzym, aber auch Vitamin B6, aber wir müssen auch den Candida berücksichtigen. Darauf gehen wir später noch ein. Dann Mao. Mao spielt vor allem Vitamin B2 abhängig eine ganz wichtige Rolle beim Abbau von Dopamin und von Noradrenalin. Dopamin, Noradrenalin, aber auch Serotonin. Der Unterschied, den werde ich Ihnen in diesem Video hoffentlich ausreichend verdeutlichen können. Wo ist der Unterschied, was die Abbaukapazität betrifft zwischen MAO und COMT im Hinblick auf Serotonin, Dopamin und Noradrenalin? Also so viel zu dieser Folie. Die sieben wichtigsten Enzyme, die rate ich allen, sich wirklich in extensio mit diesen biochemischen Stoffwechselwegen zu beschäftigen. Auch das Homocystein spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Phosphatidylcholine sind entscheidend, wenn wir verstehen wollen, wie wir Zellen regenerieren können. Und natürlich auch kommt im Bereich, wenn wir es mit einem östrogenbedingten Problem zu tun haben, wie auch der Depression, wenn wir als Mann zu hohe Plasma-Östrogenspiegel entwickeln oder auch als Frau zu hohe Plasma-Östrogenspiegel. Auch da kann das kommt nicht ausreichend methyliert sein. Gibt natürlich auch noch andere Probleme, die hier eine Rolle spielen können, wenn wir es mit einem hyperöstrogenärigen System, einem Mann oder einer Frau zu tun haben. Auch die Darmflora spielt eine Rolle. Die sollte man immer gleichzeitig mit behandeln oder zumindest testen im Sinne eines großen Mikrobioms. So, der nächste Punkt, den ich immer wieder ansprechen möchte, sind unsere Mitochondrien. Die Mitochondrien, ich möchte nicht so in medias res gehen, aber Kohlenhydrate, Proteine, Fette spielen alle eine Rolle bei der Energiegewinnung. Und Energiegewinnung heißt erstmal mitochondriale Funktion, nämlich oxidative Phosphorylierung, indem wir in der Atmungskette durch einige Kofaktoren. Der wichtigste Kofaktor ist neben dem Coenzym Q10, dem Ubiquinol, auch das Eisen und einige der B-Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B3. Aber entscheidend ist, am Ende entsteht unser ATP, Adenosintriphosphat. Adenosintriphosphat benötigen wir für alle Stoffwechselwege. Warum zeige ich Ihnen diese Folie? Ich möchte Ihnen hier verdeutlichen, COMT und MAO werden ebenfalls in der Mitochondriemembran, nicht in der inneren Mitochondriemembran, aber in der äußeren Mitochondriemembran gebildet. Das heißt, wenn wir Schädigungen der Mitochondrien dulden oder erleiden durch Umweltschadstoffe, Schwermetalle, hochtoxische Amalgamfüllungen, hochtoxische Impfungen, Stress im Übermaß, vor allem ständiger Stress, der nicht rechtzeitig terminiert werden kann, Fehlernährung, toxische Belastungen aus der Darmflora,
durch metabolische, toxische, bakterielle Abbauprodukte wie Lipopolysaccharide, dann schädigen wir unsere Mitochondrien. Wenn wir unsere Mitochondrien schädigen, dann haben wir keine Energie mehr. Das bedeutet, wir haben einen Hirnschaden, wir haben einen Herzmuskelschaden, wir haben einen Leberschaden, wir haben einfach ganz wichtige ATP-abhängige Organe und Organsysteme, die dann am Ende des Tages nicht mehr richtig funktionieren. Aber auch unsere Enzyme, wie zum Beispiel COMT und MAO, können nicht mehr richtig gebildet werden und am Ende des Tages auch nicht mehr methyliert werden. Methylierung, gehe ich gleich noch drauf ein, Methylierung bedeutet immer die Übertragung einer Methylgruppe, also einer CH3-Gruppe aus der Biochemie. Ein Kohlenstoff und drei Wasserstoffatome bilden eine Methylgruppe. Und das ist quasi wie ein Schalter von meinem Telefon, das Sie alle kennen. Ohne Telefon können Sie alle nicht mehr leben. Das wäre ja der tödlichste Entzug überhaupt heutzutage, der Entzug des Telefons. Das ist der gefährlichste und auch gleichzeitig folgenschwerste Entzug, der Entzug vom Telefon. Ja. Insofern, wenn Sie Ihr Telefon nicht anschalten können, dann wird es nicht funktionieren. Wenn Sie Ihre Enzyme nicht anschalten können, wenn Sie Ihre Gene nicht methylieren können, dann können Sie diese Gene nicht stabilisieren. Wenn Sie Ihre Enzyme nicht methylieren können, dann läuft Ihr Stoffwechsel nicht mehr. So viel zum Thema Depression, Angst und die Mitochondrien. Natürlich gibt es auch in dem Bereich, wie ich immer wieder gesagt habe, das Problem der instabilen Halswirbelsäule. Nämlich die Verbindung zwischen unserem zentralen Nervensystem und inneren Organen. Und das läuft in weiten Teilen neben dem Sympathikus als aktivierender Teil des autonomen Nervensystems über den Parasympathikus, den Nervus vagus, als zehnten Hirnnerv. Und sie erleichtern sich das Verständnis mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn sich alle Organe, den Magen, den Darm, den Dünndarm, den Dickdarm, die Bauchspeicheldrüse, die Pankreas, die Gallenblase als Hirnanhangsgebilde vorstellen, die eben über den zehnten Hirnnerv, den Nervus vagus, der mit dem Nervus glossopharyngeus aus dem Foramen jugulare austritt und eben gerade im Bereich zwischen Atlas und Axis komprimiert werden kann. Dadurch sinkt die Impulsaktivität. Und die inneren Organe können teilweise nicht mehr richtig versorgt werden. Das kann sich in Darmatonie, das kann sich an der Hypoazidität des Magens bemerkbar machen, das kann sich in einer gestörten Leberfunktion bemerkbar machen, in einer Atonie, das kann sich bemerkbar machen, in einer gestörten Pankreasfunktion, dass nicht ausreichend Verdauungssekrete für die ganz wichtige Proteinverdauung gebildet werden oder ausgeschieden werden. Das kann sich auch in einer Darmträgheit bemerkbar machen. Also der Darm und die Depression, die Angststörung, der Autismus, der immer sich im Augenblick stärker expansiv ausbreitende Alzheimer, die Parkinson-Erkrankung, die wir in den letzten Jahren, insbesondere den letzten Monaten seit gewissen Ereignissen auch zunehmend häufig sehen, die Schizophrenie, die kennen wir seit vielen Jahren aus der Politik. Die Demenz kennen wir aus denselben Kreisen, dass wir hier Personen haben, die einfach einen so schweren Hirnschaden haben, dass man die wirklich nur als dement bezeichnen kann. Die Multiple Sklerose ist eine ebenfalls sich expansiv, geradezu pandemisch ausbreitende Erkrankung, deren Ursache wir kaum verstehen, deren therapeutische Möglichkeiten im Rahmen der Universitätsmedizin stark eingeschränkt sind, aber auch hier spielen die Mitochondrien, insbesondere aber auch die instabile Halswirbelsäule, eine ganz wichtige Rolle. Ebenfalls natürlich immer dann Toxine, die aus dem Darm kommen. Sie sehen, diese Systeme arbeiten alle zusammen und die Problematik, die wir in der Medizin haben, aus meiner Sicht ist eigentlich vordergründig erst einmal diese fachortsspezifische Partikularisierung. In dem Fall der Neurologe, das sind die psychiatrischen Erkrankungen behandeln, diese Depression, die Angststörung, die Bipolarität, versteht aber gar nicht, dass es ganz eng mit dem Darm zusammenhängt und der Internist oder der Gastroenterologe,
Er versteht nicht viel von den neurologischen Erkrankungen und beide sehen ihr Fachgebiet und glauben, dass diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun hätten. Jeder möchte dem Patienten helfen, unterstelle ich es mal, und gibt demzufolge dann ein Pharmakon, das das Problem ja kausal nicht lösen kann. Das muss ich vielleicht noch mit dazu sagen, meine Damen und Herren. Pharmaka können bis auf Antibiotika bei Infektionen das Problem niemals kausal lösen. Das ist eine Conditio sine qua non. Bitte, meine Damen und Herren, merken Sie sich das. Wenn Sie das als Take-Home-Message von dem heutigen Video mitnehmen, dann bin ich schon überaus glücklich, ja, dass sich meine Arbeit auch für Sie auszahlt. Take-Home-Message: Pharmaka, insbesondere Psychopharmaka, heilen eine Erkrankung nicht. Auch die wohlgemeinten Worte Ihres Neurologen, Ihres Psychiaters, sie müssen austherapiert werden, wie ich das täglich höre. Das sind einfach teilweise naive, traumtänzerische, realitätsferne Aussagen, die keinen Bezug zur biologischen Realität haben, die man aber dieser Berufsgruppe nicht nehmen kann, weil sie eben, wie ich zu Anfang gesagt habe, die Biochemie nur ansatzweise verstehen. Ansatzweise wäre vielleicht noch beschönigend ausgedrückt, meine Damen und Herren. Das nächste Mal, wenn wir uns um Depressionen kümmern, dann ist es so, jeder weiß, es geht hier eigentlich um einen Mangel an Serotonin. Das ist in vielen Fällen richtig. Wenn wir uns überlegen, und da wiederhole ich jetzt ein bisschen, aber das brauchen wir zur Vollständigkeit halber, dass Enzyme, die wir ganz wesentlich brauchen, wie die IDO, die kennt eigentlich jeder, der meine Videos kennt, deswegen wiederhole ich es nur kurz, ja. Die IDO ist das Enzym, das aus Tryptophan, der essentiellen Aminosäure, dann Vitamin B abhängig und Magnesium abhängig, also Vitamin B6 und Magnesium abhängig, macht diese IDO aus unserem Tryptophan, das wir hoffentlich diätetisch zunehmen, also zuführend, indem wir proteinreiche Kost essen. Tryptophan übrigens ganz wichtig, weil es auch die entzündlichen Prozesse in der Darmschleimhaut etwas reduzieren kann. Aus Tryptophan wird, wenn alles gut läuft, 5-Hydroxytryptophan. Daraus wird noch einmal ein Zwischenschritt, den ich Ihnen hier dem zufolge vorenthalte. Aber ich sage Ihnen ganz kurz, aus 5-HTP wird 5-Hydroxytryptamin. Jetzt auf dieser Folie nicht sichtbar. Aber Vitamin B6 abhängig entsteht am Ende Serotonin. Serotonin muss methyliert werden durch SAM, ja, S-Adenosylmethionin. Hier haben wir die Methylierungsreaktion. Deswegen muss unser Gen, die 5-Hydroxytryptophan-Hydroxylase, das muss funktionieren. Das hatte ich Ihnen am Anfang gezeigt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Hier die 5-Methyltetrahydrofolat-Reduktase, dieses Enzym, das sollte funktionieren. Leider funktioniert es bei mittlerweile 40% der Bevölkerung nicht mehr richtig. Und deswegen ist es für Sie ganz wichtig, als zweite Take-Home-Message zu verstehen, dass Sie keine synthetische Folsäure nehmen dürfen. Also Folic Acid im amerikanischen Sprachgebrauch oder Folsäure dann im Deutschen. Die Methyltetrahydrofolat-Reduktase muss funktionieren, damit Methylierungsreaktion stattfinden kann. Ansonsten haben wir nämlich keinen Samen. Und wenn wir keinen Samen haben, also S-Adenosylmethionin, dann können wir aus Acetylserotonin, das so nicht wirksam ist, auch kein Methionin machen. Jetzt ist es so, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Darm wieder ins Spiel. Und zwar, wenn wir proinflammatorische Zytokine wie Interferon Alpha, Beta Gamma, aber auch der Tumor-Necrose-Faktor Alpha, Interleukin 6 und der Plättchen-aktivierende Faktor, wenn wir diese Stoffe irgendwo bilden, meistens im Darm oder im Bereich der Zähne, dann passiert Folgendes. Dann wird nämlich die IDO nicht richtig arbeiten können. Die IDO wird dann demzufolge wie ein Gleis auf der Bahn, kann die IDO als bidirektionales Enzym entweder aus Tryptophan 5-HTP herstellen oder sie kann in Richtung Cynuramin synthetisieren. Und das wäre dann eigentlich nicht ideal, insbesondere dann, wenn wir eine Aktivierung
der KNO haben, ein weiteres Enzym, das, wenn proinflammatorische Zytokine aktiv sind, ist meistens die IDO aktiv in Richtung Kinerenin. Und aus Kinerenin wird insbesondere dann, wenn wir einen Mangel an Vitamin B6 haben, was viele haben, die unter einer Hämopyrrolactamorie, also HPU, leiden, dann demzufolge entsteht oft Quinolinsäure. Und diese Quinolinsäure ist einerseits Mitochondrien toxisch. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir im Übermaß Quinerenin bilden, weil die IDO in die falsche Richtung läuft, getriggert durch proinflammatorische Zytokine aus dem Darm oder aus dem Bereich der Zähne, das auch ein ganz wesentlicher Bereich darstellt, wie chronische Krankheiten entstehen. Viele chronische Krankheiten haben Störfeldcharakter. Proinflammatorische Zytokine kommen nicht selten, nicht nur aus dem Darm, sondern auch dem Bereich der Zähne. Dann hemmt das unser TH1, TH17-System, das heißt, das angeborene Immunsystem wird heruntergefahren. Das adaptive Immunsystem, also sprich der TH2-Switch, wird überexpressiv aktiviert. Wir haben es auch mit einem hypotrophen TH1-System, mit einem hypertrophen TH2-System zu tun. Und das aktiviert natürlich Autoimmunerkrankungen auf der einen Seite, aber senkt auf der anderen Seite die Schlagkraft der Abwehr des Patienten gegen Viren, wenn es die gibt, was man auch immer unter Viren versteht. Es gibt da verschiedene Meinungen, was Viren sind. Viren werden von einigen Wissenschaftlern mittlerweile als Abbauprodukte des Zellstoffwechsels bezeichnet. Dann gibt es die Exosomentheorie. Es gibt da mittlerweile einige Theorien, auf die ich jetzt im Moment nicht eingehen möchte. Nur im Moment ist es, glaube ich, nicht gegeben hier. Viren als Krankheitserreger, wie wir sie bislang gesehen haben, zu vertreten. Deswegen möchte ich das jetzt mal so stehen lassen, die Begrifflichkeit. Wir wissen jedenfalls, wenn wir in einem hypertrophen TH2-Switch uns befinden und das adaptive Immunsystem aktivieren, das angeborene Immunsystem reduzieren, dann kommt es häufiger zu Tumorerkrankungen. Es kommt zu einer reduzierten zellulären Immunität. Stickstoffmonoxid wird weniger gebildet. Es kommt zu einer Blutdrucksteigerung, vor allem dem diastolischen Blutdruck. Es gibt einen systolischen und diastolischen Blutdruck. Der systolische Blutdruck ist die Kraft, mit der das Herz das Blut in die Arterie, in die Aorta pumpt. Der diastolische Druck ist dann immer der zweite Druck. Und sehr häufig kommt es durch eine verminderte Bildung von Stickstoffmonoxid in der konstitutiven NO-Synthase. Das ist nämlich das, was passiert. Wenn wir mit einer hypertrophen TH1-Antwort reagieren, kommt es zu Blutdrucksteigerung, es kommt zu einem schwachen Immunsystem, es kommt eigentlich zu einer parasitären Belastung des Patienten. Das sind immer diese Patienten, die dann bei mir vorstellig werden und zahlreiche Erkrankungen im Bereich der Virusinfektion zu haben glauben. Da kommt es dann zu Herpesinfektion umgeblich, da kommt es zu einem reaktivierten oder auch akuten EBV-Geschehen. Das sind alles diese Dinge, wo man sagen muss, da steckt in Wahrheit oft etwas anderes dahinter, nämlich ein Problem, wo wir eine TH1-Antwort reduziert haben durch metabolische, toxische, vor allem proinflammatorische Faktoren aus der Darmschleimhaut, aus den Zähnen, insbesondere Interferon Alpha, Beta Gamma, Tumorne-Große Faktor Alpha. Das sind alles Dinge, die hier die IDO in die falsche Richtung weisen. Die IDO kann, wie gesagt, als bidirektionales Enzym aus dem Tryptophan, unserer essentiellen proteinogenen Aminosäure, entweder dann Melatonin am Ende herstellen, synthetisieren im Rahmen dieses Stoffwechselweges, oder die IDO kann dementsprechend durch proinflammatorische Zytokine, ich sage es nochmal, aktiviert werden in die falsche Richtung und daraus entsteht Kinerenin. Kinerenin an sich ist nicht das Problem. Wenn wir allerdings einen Vitamin B6-Mangel haben, wird die KMO aktiviert. Die Kinerenin-Methylierung startet in dem Fall und dadurch entsteht Kinerinsäure und das ist Mitochondrien toxisch und führt dann auch zu chronischen Erkrankungen, weil auch neurodegenerativ. Der zweite Punkt, die regulatorischen T-Zellen werden aktiviert, wenn wir in die andere Richtung gehen, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Wenn wir zum Beispiel
IDO inhibieren und es wird mehr Melatonin gebildet, dann ist es gleichzeitig auch ein Punkt, um unser TH1-System zu aktivieren. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. So, wenn dir der Candida zu Kopf steigt, das ist ein wichtiges Thema, und zwar Candida. Candida, sehr viele Menschen, die mit chronischen Erkrankungen, insbesondere psychischen Erkrankungen, meine Sprechstunde, die Online-Sprechstunde aufsuchen, sind sich nicht bewusst, dass Candida zu massiven psychischen Problemen wie Depression, Anhedonie, aber auch manchmal Schizophrenie oder ADHS führen kann, weil Candida, verrate ich jetzt schon ein bisschen, massiv entkommt, eingreifen kann. Die Catechol-O-Methyltransferase, die wird durch Candida-Befall oft nicht mehr richtig methyliert und macht nebenbei auch ganz massive toxische Probleme mit der Leber und der Entgiftungskapazität. Also Sexualhormone beeinflussen die Gehirnbiochemie, aber auch der Candida kann durch Eingreifen in die Methylierung die aktivierenden Neurotransmitter, die Sie alle kennen hoffentlich, Serotonin, Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, ungünstig beeinträchtigen. So viel zum Thema Candida. Jetzt steigen wir ein bisschen ein. Ich möchte es am Beispiel von Noradrenalin, also hier steht Norepinephrin im amerikanischen Sprachbereich, nennt man Noradrenalin, Norepinephrin. Sie sehen hier die üblichen Kandidaten, MAO und COMT, die Noradrenalin abbauen. Gleiches gilt in dem Fall für Dopamin. Jetzt exemplarisch an der Stelle einfach nur am Beispiel von Noradrenalin. Noradrenalin wird über MAO und COMT abgebaut. Wenn wir jetzt zum Beispiel aus dem Darm kommende, also in der Darmschleimhaut durch Candida sich bildende, die der Candida bildet, Candida Lysin zum Beispiel, sind Toxine. Wenn wir hier diese Phenole haben, dann reduzieren wir das COMT. Und dadurch können wir Norepinephrin, also Noradrenalin im deutschen oder im europäischen Sprachbereich, wie gesagt, sagt man dazu Noradrenalin, dann können wir Noradrenalin nicht richtig abbauen. Das Noradrenalin kumuliert im synaptischen Spalt und der Patient hat Probleme mit zu viel Noradrenalin im Sinne von Hypernervosität, im Sinne von Tachykardie, Tachyarrhythmie, Schlafstörungen, schwitzige Hände und einfach gedankliche Probleme, wie wir das in der Politik kennen. Dann haben wir weiterhin innerhalb des Abbauweges auch zum Beispiel die Aldehyde. Aldehyde sind alkoholische Abbauprodukte, die der Candida als einfachster eukaryotischer Organismus verkehrt. Der Candida unsere Kohlenhydrate, die wir essen, zu Aldehyden. Das bedeutet also, wir bilden unsere Energie in den Mitochondrien durch Oxyphosphorylierung. Dadurch entstehen natürlich auch toxische Abbauprodukte wie Superoxid. Beim Candida entsteht durch die Vergärung als einfachsten eukaryotischen Organismus Aldehyde. Diese Aldehyde sind natürlich auch nicht ganz ohne, denn sie greifen auch hier in den Abbauweg von Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin ein. Sie sehen hier die braunen Pfeile verhindern auch hier einen Weiterabbau. Also da geht es dann nicht mehr um MAO, sondern es geht hier um den weiteren, tieferen Abbau, wenn wir dann tiefer in die Biochemie einsteigen. Global arrondiert kann man sagen, die metabolischen, toxischen Abbauprodukte vom Candida hemmen ebenfalls COMT und MAO in der Konsequenz und führen zu einer Steigerung von Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin im synaptischen Spalt, was Konsequenzen wie gedankliche Störungen, Denkstörungen, Nervosität und Tachykardie, einfach Plus-Symptomatik demzufolge beim Patienten auslösen kann. Des Weiteren sind die Abbauprodukte vom Candida mit Histamin sehr stark in Zusammenhang zu bringen. Das bedeutet, Sie werden das vielleicht schon festgestellt haben, bei Patienten, die mit Histaminproblemen haben,
Bei denen findet man, wenn man genauer hinschaut, entweder ein Dunkelfeldmikroskop oder dann bei der ersten, manchmal auch bei der zweiten oder maximal mea culpa, auch oft erst bei der dritten Stuhlanalyse doch ein Overgrow, ein Candida Overgrow. Es gibt nicht nur ein Small Intestinal Bacterial Overgrow, es gibt leider auch ein Small Intestinal Fungus, also Candida Overgrow Syndrom. Und das greift hier ebenfalls massiv, wie gesagt, in die Methylierungsreaktion von COMT und MAO ein und in die späteren Abbauwege von Adrenalin oder in dem Fall Noradrenalin und Dopamin. Und so kommt es zu einem Ungleichgewicht der Transmitter. Aber hier fehlt noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich möchte noch ganz kurz auf diese Kleinigkeit eingehen. Und zwar, wenn Sie sich die für Sie bekannten Neurotransmitter anschauen, das Serotonin, das Dopamin und das Noradrenalin. Was fällt Ihnen hier auf? Serotonin ist bekanntlich ein inhibitorischer Neurotransmitter, also die Vorstufe von Melatonin. Das haben wir besprochen. Es wirkt im zentralen Nervensystem stimmungsaufhellend, es wirkt entspannend, angstlösend. Antidepressiv, das Lernen wirkt aber auch auf die Viszera, also auf die inneren Organe aus. Jetzt ist der große Unterschied, wenn Sie hier das Nervensystem anschauen, dann haben wir hier den präsynaptischen Endkopf und postsynaptische Membran. Damit ein Transmitter seine Wirkung, seine Mitteilung, Transmitter, seine Mitteilung entfalten kann, muss er hier durch den präsynaptischen Endkopf durch die präsynaptische Membran hindurchtreten, in den synaptischen Spalt übertreten und in der Postsynapse dementsprechend Aktivierung hervorrufen. Ja? Wenn wir jetzt MAO anschauen, angenommen, wir haben eine Veränderung, wir haben eine veränderte Methylierungsreaktion und haben MAO aktiviert, Monoaminooxidase, dann bauen wir schon in der Präsynapse Serotonin ab. Das bedeutet, das Serotonin gelangt erst gar nicht so stark in den synaptischen Spalt und wird dann natürlich hier auch wieder viel schneller aufgenommen, weil was weniger sezerniert wird, die Präsynapse wird auch schneller aufgenommen und die postsynaptische Membran, das postsynaptische Neuron, ja, bekommt die Information nicht. Insofern ist hier die Basis für eine Problematik mit Serotonindefizit schon einmal gelegt. Wenn wir jetzt aber die psychischen Erkrankungen anschauen, dann ist es ja meistens, deswegen funktionieren viele Psychopharmaka auch nicht so ohne weiteres. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir MAO aktivieren durch viele chronische Infektionen, durch Methylierungsstörungen, dann ist es oft so, dass wir COMT dementsprechend auch steigern. Wenn wir MAO steigern, steigern wir häufig auch COMT und umgekehrt. Das bedeutet also, COMT wirkt aber als Katechol-O-Methyltransferase, was ich Ihnen nachher noch erklären werde, an der postsynaptischen Membran. Also erst wenn der Transmitter schon in den synaptischen Spalt eingedrungen ist, und wir reden ja vom Dopamin. Hier auf dieser Seite reden wir vom Serotonin. Und das Dopamin wird an der postsynaptischen Membran abgebaut. Und wenn das postsynaptische kommt hier nicht suffizient arbeitet und wir eine verminderte Expression von kommt haben, beispielsweise durch viel Östrogen oder beispielsweise durch zu viel Testosteron, das durch die Aromatase dementsprechend in Östrogen, also 17-Beta-Östradiol, aromatisiert wurde, und die COMT wird inhibiert, dann haben wir sehr viel Dopamin hier im synaptischen Spalt und die Präsynapse wird stark aktiviert. Das sind genau diese Situationen, wo es dem Patienten gar nicht gut geht. Der Patient hat nicht mehr genügend Serotonin im synaptischen Spalt, weil MAO hochreguliert wurde, vermehrt exprimiert durch einen Einzelpolymorphismus oder durch eine demzufolge nicht ausreichende oder auch verstärkte Methylierung. Und wir haben hier zu viel Dopamin im synaptischen Spalt. Dopamin und Noradrenalin kumulieren im synaptischen Spalt und lösen Angstzustände aus, lösen Wahnvorstellungen aus, lösen gedankliche, irrationale
Muster aus, die sich der Außenstehende gar nicht erklären kann, die auch oftmals der Psychiater nicht versteht und demzufolge deswegen nicht versteht, weil oft die Biochemie in dem Bereich nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die gleiche Geschichte haben wir beim Noradrenalin. Auch Noradrenalin wird überwiegend überkommt, also Katechol-O-Methyltransferase abgebaut. Merken Sie sich, Dopamin und Noradrenalin werden durch kommt demzufolge abgebaut und Serotonin wird überwiegend durch MAO abgebaut. Das ist so die Basis des heutigen Videos, wo ich Sie bitten möchte, in extensio wirklich expressus verbis. Das ist eine absolute Conditio sine qua non für jeden, der die psychischen Erkrankungen irgendwie verstehen möchte. Wir sehen Sie, wenn wir den Fernseher einschalten, wir sehen Sie, wenn wir die Politiker anschauen, wir sehen Sie auch auf der Straße. Bitte schauen Sie sich diese biochemischen Zusammenhänge an, dann verstehen Sie, was im Gehirn dieser Menschen oder auch im gesamten Nervensystem dieser Menschen nicht mehr richtig läuft. Die Enzyme werden durch Umweltschadstoffe, durch Impfungen, durch toxische Belastungen aus Amalgamfüllung, aus Ernährung, die man nicht mehr Ernährung nennen kann, nicht mehr nennen darf. Das ist ja schon eine Straftat, das, was wir heute im Supermarkt kaufen können, als Ernährung zu bezeichnen, das halte ich schon grob fahrlässig mit Dolus directus, noch nicht einmal mit Dolus eventualis. Das ist ja grob fahrlässig, was wir heute in unseren Supermärkten zum Kauf, zum Fraß angeboten bekommen. Also vielleicht noch ganz wichtig, sowohl COMT als auch MAO werden in den Mitochondrien synthetisiert. Das bedeutet, jeder, der eine mitochondriale Funktionsstörung hat, jeder, der einen mitochondrialen Schaden hat, weil er zu wenig Energie hat, das ist ja das, was man immer spürt. Woran spürt man eine mitochondriale Zytopathie, eine Schädigung der Mitochondrien? Wenn die Oxyphosphorylierung, die Biogenese von ATP in den Mitochondrien absinkt, nur um 10%, dann spüren wir das. Wenn sie um 20% absinkt, dann spüren wir das noch deutlicher, sind schwer angeschlagen. Wenn sie um 40% bis 50% absinkt, dann sind wir im Elysium, meine Damen und Herren. Wenn Sie da nicht hinwollen, weil Ihnen vielleicht die Aufnahmekriterien nicht gefallen, dann sollten Sie sich um Ihre Mitochondrien kümmern. Aber vor allem, was auch Klinghardt sagt, entferne den Patienten von der Giftquelle oder entferne die Giftquelle vom Patienten, meine Damen und Herren. Viel wichtiger wie jede Therapie ist die Prävention. Achten Sie darauf, was Sie in Ihrem Körper machen. Achten Sie sich darauf, was Sie zu sich nehmen und achten Sie darauf, was Sie sich spritzen lassen. So, nochmal ganz kurz die Erklärung von COMT und MAO. Wir haben hier die Gene. Die Gene werden natürlich je nach Methylierung, werden je nach Expressivität abgelesen. Das hat das mit Epigenetik zu tun. Die Epigenetik ist im Prinzip also die Ablesemöglichkeit, wie wir Gene, wie wir den Bauplan ablesen können. Und jetzt machen Sie sich einfach klar, Testosteron beschleunigt COMT und MAO. Das heißt, die aktivierenden Neurotransmitter werden erst einmal verstärkt abgebaut. Wenn also jemand Depressionen hat, und da muss ich wirklich sagen, maxima mea culpa, wenn Sie irgendwelche Coaches hören auf YouTube, wo ja heutzutage eigentlich jeder seine Unzulänglichkeiten häufig zum Maßstab des Richtigen zu machen versucht, um Klicks zu generieren. Wenn jemand sagt, Testosteron ist hier in dem Fall das Allheilmittel, dann ist diese Aussage sicherlich mit einer Kritik und mit einiger Vorsicht zu genießen. Ja? Beim Östrogen ist es genau das Gegenteil. Östrogen verlangsamt kommt. Wenn Sie also viel Adrenalin und Noradrenalin haben, und sie steigern ihr Östrogen, indem sie zu viel Testosteron injizieren, als Beispiel im Sinne einer Hormone-Replacement-Therapie, dann tun sie sich damit sicherlich keinen Gefallen, weil Testosteron aromatisiert, dosisabhängig. Das kann man aber nicht sagen. Und maximal mea culpa, ich werde jeden Tag gefragt, wie viel Testosteron kann ich mir spritzen, ohne dass ich Probleme bekomme mit COMT und MAO. Die Antwort darauf gleich. Das kann man nicht sagen. Jeder hat eine andere Expressivität. Jeder spricht anders auf die Gabe von Testosteron an, im Sinne auf,
entweder Aromatase oder 5-Alpha-Reduktase. Die Erfahrungen sind hier seit 30 Jahren, beschäftige ich mich jetzt mit Sexualhormonen. Und es gibt wahrscheinlich nicht viele im deutschsprachigen Raum, die ähnliche Erfahrungswerte haben über die Zeit und auch über die Frequenz. Aber ich kann sagen, Testosteron ist nicht für jeden das therapeutische Optimum, das Nonplusultra. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Es gibt natürlich Fälle, wo man ganz klar sagen muss, wenn wir beispielsweise ein langsames Kommen haben, ja, und wir haben zu viel aktivierende Neurotransmitter im synaptischen Spalt hier, dann tun wir uns natürlich mit Testosteron eigentlich einen Gefallen und tun therapeutisches richtig. Aber deswegen muss man diese Faktoren messen, bevor sie mit Testosteron beginnen oder einer sogenannten Hormone Replacement Therapie, wie man das liebevoll heute in der Pandemie nennt. Pandemie deswegen, weil jeder heute glaubt, er hätte einen Testosteronmangel und der wäre dann für seine Probleme verantwortlich. Das ist mit Sicherheit nicht so. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann sollte man diese Faktoren auf alle Fälle berücksichtigen. Und wenn man dann auch ein langsames Kommen hat, beispielsweise, hat hier im synaptischen Spalt viel Adrenalin, Noradrenalin, ist nervös, ist ständig hyperaktiv, ist demzufolge ängstlich und schnell überreizt. Das Glas ist also quasi voll. Dann kann man mit Testosteron hier natürlich hervorragend therapeutisch arbeiten, aber auch das muss ganz genau kontrolliert werden und ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nichts fürs Coaching, weil wenn ich nach wenigen Tagen das Testosteron zu stark aromatisiere, dann geht das ganze Spiel in die falsche Richtung. Die Sexualhormone, wie gesagt, neigen sich das, spielen eine sehr wichtige Rolle, für mich mit die wichtigste Rolle bei der Expression von Kommt und Mau. Sie besitzen also einen ganz spezifischen Effekt auf die Methylierung der Neurotransmitter. Die Methylierung, das ist genau der Punkt, wo durch Methylierungszyklen dann demzufolge Enzyme an- und abgeschalten werden. Ich zeige Ihnen das am Beispiel von der Catechol-O-Methyltransferase, das Enzym, wovon wir die letzten 20, 30 Minuten gesprochen haben. Dieses Enzym wird durch, wenn wir es abbauen, einfach demethyliert. Das hier ist die Methylgruppe CH3 und daraus wird ein inaktiver Metabolit. Also Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin werden dementsprechend durch die Catechol-O-Methyltransferase inaktiviert, indem wir hier demethylieren. Das ist die Aufgabe der Catechol-O Methyltransferasen aktivieren und deaktivieren können wir dann Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin entweder aktivieren oder deaktivieren. So, das ist die grundlegende Verständnisbasis, die wir brauchen. Dann vielleicht noch ganz kurz zu unserer Methylierung. Hier ist das Methionin, die essentielle Aminosäure, die dann demzufolge durch Methylierung durch Sam ist S-Adenosyl-Methionin zu Homozystein wird und Homozystein muss bestimmt werden, auch bei allen psychischen Erkrankungen. Wenn wir jemanden haben mit Depressionen, dann würde ich immer das Homozystein kontrollieren, nicht nur wegen der kardiovaskulären Situation. Also Homozystein ist ja ein wichtiger kardiovaskulärer Risikofaktor, das wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, aber Homozystein spielt auch eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, psychischen Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Und ebenfalls ist es wichtig für Sie zu verstehen, dass diätetisch zugeführte Vitamine eben keine synthetischen Folsäureprodukte sein dürfen. Das müsste dann entweder Methylfolsäure sein oder Ketrafolik. Da gibt es im Moment einige Präparate auf dem Markt. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz zum Abschluss die biochemische Ähnlichkeit von Histamin und Noradrenalin oder Serotonin und Dopamin aufzeigen. Das bedeutet also, wenn jemand Probleme hat mit Dopamin, mit Adrenalin,
weil die vielleicht nicht rechtzeitig abgebaut werden können, weil wir zu wenig Kommt haben oder weil wir zu viel Kommt haben, und dann ergeben sich wiederum andere Probleme, dann muss man immer auch an Histamin denken. Und wenn wir histaminbedingte Probleme haben, das kann man relativ leicht herausfinden, dann haben wir fast immer auch Probleme, wo man zumindest darüber nachdenken sollte. Es gibt da kein Immer, es gibt keine Sicherheit in der Medizin, in der Medizin. Die Medizin ist die Geschichte der Irrtümer, sowohl in der Schulmedizin, die natürlich mit einer gewissen Arroganz gestraft ist, muss man ja auch sagen. Man ist gestraft, wenn man arrogant ist, aber nicht erfolgreich ist, eine der schwersten Strafen. Die Alternativmedizin macht auch Fehler, macht nicht weniger Fehler, wobei man vielleicht insgesamt global arrondieren kann, dass die Alternativmedizin weniger schwerwiegende Fehler macht. Aber das liegt natürlich auch an den Dingen, die sie einsetzt, an der Potenz der Wirkstoffe, die sie einsetzt. Aber für Sie als Take-Home-Message, wenn Sie Probleme haben mit Angstzuständen, mit Depressionen, mit Stimmungsschwankungen, Anhedonie, dann kommen die meisten von Ihnen schon von alleine auf die Idee, das könnte ein Histaminproblem sein. Und jetzt bekommen Sie von mir noch die Information, wenn Sie ein Histaminproblem haben, da haben Sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Darmproblem. Und da sollte man dann an Candida denken. Nicht nur an Small Bacterial Overgrowth-Syndrom im Sinne von SIBO, das die meisten mittlerweile kennen. Meine Videos fallen ja teilweise auch auf fruchtbaren Boden. Ist dann nicht so, dass das alles hier rein oder raus geht. Viele Patienten sind, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einer Frau, extrem gut informiert. Da staune ich wirklich und da bin ich auch stolz drauf und möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die meine Videos anschauen, die meine Videos teilweise manchmal sogar als Lehrvideos für Universitätseinsätze oder für Studien verwenden. Also bin ich wirklich sehr froh und sehr dankbar, dass das Ganze auch auf Interesse stößt. Schauen Sie sich die sieben wichtigsten Enzyme und deren SNPs an, also Single Strange Polymorphism. Und da ist der Folatzyklus wichtig, das Methioninzyklus ist wichtig und COMT und MAO. Weil COMT, vielleicht mal ganz kurz, auch ein inhibiertes COMT, das nicht richtig funktioniert, weil nicht richtig methyliert oder weil demethyliert, kann östrogenbedingte Probleme hervorrufen. Östrogenbedingte Probleme greifen wiederum in den Abbau von Dopamin und Adrenalin ein. So, meine Damen und Herren, damit hätte ich die Frage, Testosteron, der Stoff, aus dem die Träume sind, wieder leider nur teilweise beantworten können. Aber es gibt ja auch eine gute Seite an dieser Feststellung. Und zwar für viele ist Testosteron mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein therapeutisches Optimum, eine therapeutische Option. Aber bitte nur nach vorausgehender Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten, Praktiker und entsprechender Laborkontrolle. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Depressionen, chronische Erkrankungen, meinem Steckenpferd, die instabile Halswirbelsäule, der Biochemie, der Psychoendokrinologie, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wenn Sie sich Videos wünschen zu einem Thema, es ist manchmal für mich gar nicht so einfach zu entscheiden, welche Themen sind für Sie interessant. Und die Videos sollen ja auch auf Interesse stoßen, sollen Ihnen auch helfen, den richtigen Weg in Ihrem therapeutischen Tun oder in Ihrem, ja, Leben als Patient, muss man heute so sagen, dann zu finden. Dann lassen Sie mich das gerne wissen. Schreiben Sie mich an, entweder per WhatsApp oder per E-Mail oder auf sonstigem Wege auf Instagram oder Telegram. Vielleicht noch wichtig, was man immer sagen muss, die Medizin ist der gegenwärtige Stand des Irrtums und für Sie als Therapeut oder als Patient mit der Arbeit mit Ihrem Therapeuten ist es wichtig, dass Sie einen Überblick behalten. Daher freue ich mich auf weitere Videos und wenn Sie Anregungen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir, teilen Sie den Kanal, wenn immer möglich, dass auch andere Patienten davon profitieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ich werde jetzt mit dem Hund mal rausgehen. Alles Gute und bis bald.